Moin Leute und willkommen zurück hier zu Lost Planet 3 und ja, wir haben hier diese Quest, diese Nebenquest mit der Diaz gemacht und jetzt werden wir mal flott wieder zurück zur Station laufen und ich guck nochmal ganz kurz ins HUD rein. Ja, optionale Mission, kehre zu Dr. Kovac zurück und finde einen Weg nach oben. Ich muss den Gipfel von Shackston's Peak kommen, also zum Gipfel. Ja gut, das machen wir danach. Und das sollten wir eigentlich alles in dieser Folge noch kriegen. Und dann schauen wir mal, wo uns diese Story hier hinführt. Ich habe zwischendurch auch erfahren, weil ich habe halt die ersten Teile von Lost Place gar nicht geguckt, gar nicht gespielt. Das ist ja ein Prequel. Das heißt, das ist ja eigentlich die Vorgeschichte zu den ersten beiden Teilen. Das wusste ich gar nicht. Ich hoffe, ich bin da, hab da nicht die falschen Informationen bekommen. Oh, Scheiße. Alter. So, komm, laufen wir mal durch. So, das sollte eigentlich hier der richtige Weg sein. Ja, sieht ganz gut aus. So, und dann machen wir uns ab zu unserem Mech und laufen dann kurz die paar Meter wieder zur Station. Gut. Ja, was ist eigentlich in Sachen Gamescom bei euch? Seid ihr eigentlich bei der Gamescom gewesen? Die war ja letzte Woche und das Wochenende. Oder habt ihr einfach nur Videos angeguckt und euch informiert, was es da gab? Interessiert mich auch, wer es von euch geschafft hat, dahin zu gehen und an welchem Tag, ob es sehr voll war. Also, ja, wobei ist ja von auszugehen, dass es wieder auch vor den Hallen richtig Stau gab. Und doch wahrscheinlich einige Leute dahin wollten. Also, wenn ihr da wart, könnt ihr eigentlich gerne ein bisschen was dazu schreiben. Das interessiert mich. Ich guck mir das dann auch an. So, 120 Schuss fürs Sturmgewehr. Da haben wir doch ordentlich was verballert. So, und dann laufen wir mal die Treppe hoch. Ich hoffe mal, auf diesem Feld ist diesmal ein bisschen weniger Action wie beim letzten Mal. Ja, das sieht gut aus. Da waren ja doch einige Viecher unterwegs. Ja, da brauchen wir jetzt keinen Enterhaken. Da können wir auch laufen. Wobei, wenn er uns da oben die Stelle irgendwie anbieten würde. Tut er aber nicht. Nee. Aber der Mech macht sich schon bereit für uns. So soll's sein. Und dann. Ja, wir können eigentlich nochmal alles nachladen, wo wir schon mal hier stehen. Und dann ab zurück zur Station. So, hier ist wieder alles zuge. Ja, ich weiß nicht, diese Eisdinger hier, die wachsen irgendwie ziemlich schnell. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wird dann doch nach einer Zeit lästig, die hier immer wegzukloppen. Ja gut, theoretisch könnten wir auch durchlaufen, aber ich weiß halt nicht, ob der Mech nicht irgendwann dann mal kaputt geht oder wieder Reparaturkosten von haben. Deswegen hauen wir die einfach weg, wenn wir davor sind und gehen einfach mal auf Nummer sicher. Tja. Aber gefühlt finde ich schon, dass die Ladebalken ein bisschen kürzer geworden sind. Laufen wir gerade falsch? Der will noch irgendwo anders hin. Ach, hier rechts, Bailey's Crossing. Das wird wohl die Hauptquest sein. Aha, dann gehen aber erstmal wieder zu dem Kovac zurück. Ich weiß nicht, ob wir danach, wenn wir erstmal auf diesem Gipfel sind, wie lange es dauert, bis wir wieder hier bei der Basis sind.
Und das ist ja mal eben kurz gemacht. Es dauert nur ein paar Minuten, mal eben kurz zu diesem Kovac zurückzulaufen. Hier vorne ist ja wieder der Eingang. Aber schon cool, diese Dinger. Also, gefallen mir schon gut. Wie so ein Bohrer und so ein Greifarm, das ist schon ziemlich geil. Und dass man damit auch frei rumlaufen kann, naja, mehr oder weniger, bis es halt ein bisschen enger wird vom Platz, ist auch richtig gut. Ja, und dass die uns da enteist haben, das war definitiv für die Hauptquest. Also wenn wir auf diesen Gipfel sollen, das machen wir gleich, da wird es dann wahrscheinlich richtig schön kühl werden. So, aber erstmal stellen wir das Teil ab. Ich muss mich mal gerade orientieren. Das müsste ja hier vorne links gleich sein, der Platz. Wobei. Können wir nicht hier einfach uns hinstellen? Ach, ist egal. Wir lassen den mal eben kurz hier. Und dann gehen wir mal kurz zum Aufzug. So, hallo Kollege. Gibt's hier eigentlich noch so ein paar Sachen, die wir stibitzen können? Ein Audiolog. Nevec-Überlebenstipp Nummer 2. Befolgen Sie Gefahrenwarnungen. Alle von Nevec zugelassenen Fahrzeuge und Versorgungsmechs sind mit Sensoren ausgerüstet, die Sie vor möglichen Gefahren in Ihrer Umgebung warnen. Diese Warnungen sind keine Empfehlungen, sie sind Befehle. Augen auf. Am Leben bleiben. Ja, vielen Dank. So, Hauptdeck. Das müsste ja hier unten sein, oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Nee, oben. Das war oben. Genau, an dem Typen vorbei und dann rechts halten und an dem Gitarristen vorbei und dann diesen kleinen Lift runter und dann sind wir da. Ja, und dann schauen wir mal, wie viele Credits wir abbekommen für diese Nebenquests. So, noch ein Audiolog. Ja, wunderbar. Nevec-Überlebenstipp Nummer 4. Achten Sie darauf, dass Ihre Socken bei extremer Kälte trocken bleiben. Hypothermie ist Ihr größter Feind, also sind Wärmerückhaltevermögen und Feuchtigkeitsaustausch für Ihr Überleben von höchster Bedeutung. Tauchen Sie Ihre Socken nie ins Wasser und halten Sie für Notfälle ein paar in Reserve bereit. Trocken bleiben, am Leben bleiben. Also habt ihr gehört, immer schön die Socken trocken halten und lüften vor allem. So, jetzt müssten wir hier eigentlich rechts irgendwo hin, ne? Ja, hier vorne war's. So, jetzt bitte Gitarrengeklimper. Danke sehr. Und dann irgendwo hier hinten durch. Ah, hier ist die Küche. Weißt du, wie schwer es ist, eine warme Mahlzeit hier warm zu halten? Mann, wir leben immer noch von Fertiggerichten. Schön was essen, bevor du abkommst. Das sind schon ein paar komische Vögel hier. So, wo geht's lang? Wo geht's lang? Müssen wir hier links? Ne, ist ja eigentlich Blödsinn. Von da kommen wir ja. Ah, ich glaube hier. Ja, das sieht gut aus. Jo, da ist. Kovac Labor. Ja, wunderbar. Gut, dann gehen wir die Quest dann nämlich kurz ab. Und dann machen wir uns auf den Weg zu diesem Gipfel, zu der Hauptquest, wenn wir jetzt nicht unbedingt was Neues noch bekommen. Denn ich will hier eigentlich, ja, jetzt nicht super straight durch, sondern schon mir ein bisschen Zeit lassen, alle möglichen Quests, die nebenbei noch laufen, auch machen. Aber es soll sich jetzt nicht unendlich lang ziehen, das Let's Play, sondern halt so ein bisschen zügig, aber halt auch umfangreich, so das Ziel. Erarbeitung. Stand by. So. Hallöchen. Ja, dann zack, zeig mal, was du für uns hast.
Hm? Ah, ja. Meine Proben. Hier die Belohnung. Spezialmunition für ihr Sturmgewehr. Ist ein Hobby von mir. Ich reiche das Rezept an den Quartiermeister weiter, damit sie auch weiterhin damit versorgt werden. Laden Sie damit Ihre Schusswaffe und vielleicht brauchen Sie das nächste Mal nicht mehr so lange, um Ihre Quote zu erfüllen. Ja, schon klar. Wir reden gleich nochmal mit dem. Die Proben, die Sie gebracht haben, sind wertlos. Na, immerhin haben wir die Munition. Die Energie der Sepien ist nicht rein genug. Also, suchen Sie weiter. Die T-Energie anderer Akriden ist vielversprechender. Ah, das sind diese Krabben, ne? Super. Ja, ich mache jetzt aber erstmal Main Quest weiter. Vielleicht 4 Dongos. Ja, und vielleicht finden wir diese Dongos ja auch auf, während wir die Main Quest machen. Dann können wir vielleicht alles so ein bisschen nebenbei machen. Das wäre zumindest das Optimum. So, jetzt geht's aber erstmal wieder zurück. So, einmal kurz hoch. So. In den oberen Hangar, ja. Das ist scheinbar hier so ein Direktweg, den kenne ich gar nicht. Den haben wir gar nicht genommen. Ich habe mich schon gewundert, dass wir auf einmal schon in dem Labor waren. Also, da haben wir irgendwie eine Abkürzung genommen. Na, diesmal nicht. Nee, hier müssen wir. Und dann hier vorne gleich links. Sieht irgendwie alles gleich aus. So, da ist jetzt unser Freund wieder. Mal gucken. Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. So, ab zum Hauptdeck und dann ab in unseren Mech und nach draußen. Und dann wollen wir mal den Gipfel erklimmen. Damit wir hier wieder ein bisschen vorankommen. Ja, die Credits, die wir haben, ach, ich weiß gar nicht, hat er jetzt das Rezept automatisch den Quartiermeister gegeben oder müssen wir da noch hin? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Mech und ab nach draußen spielen. Ja, dann... Was ich immer noch so ein bisschen mal bei den Let's Plays rede, wenn wir mal gerade ein bisschen durch die Gegend laufen. So, zukünftige Projekte mäßig. Also, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich habe ja auch so ein Video rausgegeben, wo ich quasi euch gefragt habe, wie was gespielt werden soll. Ich würde nämlich ganz gerne so ein kleines Endlos-Let's Play machen. In Anführungszeichen natürlich so lange halt, wie sich die Leute dafür auch interessieren. Und zwar Fußballmanager, das spiele ich schon seit über 10 Jahren, das habe ich schon, ich weiß gar nicht, in der 7. Klasse habe ich das schon gespielt, das war, boah, muss ich jetzt mal rechnen, das war irgendwie 2002 oder so. Da habe ich schon die ersten Teile, die es von diesem Spiel gab, gezockt und seitdem bin ich irgendwie nie davon weggekommen, weil ich es eigentlich immer total interessant finde und spannend auch, wie sich sowas alles entwickelt und... Deswegen möchte ich dann auch ab Oktober, glaube ich, oder Ende September, weiß ich jetzt gar nicht, möchte ich dann auch Fußballmanager 14 spielen. Und dazu habe ich euch immer ein Video zusammengestellt mit einigen Thesen, wie was gespielt werden soll. Da könnt ihr dann quasi entscheiden, ja, wie wir uns verhalten sollen. Natürlich kann man das dann immer noch auch in den Kommentaren während des Let's Plays selber dann anmerken. Und auch da könnt ihr dann das Spiel... quasi bekommen. Entweder halt als Key für Origin oder halt direkt als DVD. Das müssen wir dann mal gucken. Aber wenn das Spiel anläuft, wie gesagt, Anfang Oktober, glaube ich, dann habt ihr die Möglichkeit, auch da wieder zu gewinnen. Und ja, wenn ihr das einfach nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo geben. Dann werdet ihr auf jeden Fall rechtzeitig informiert.
So, Bailey's Crossing. Ein neuer Ort. Hier waren wir noch nicht. Und es sieht hier jetzt auch nicht so richtig freundlich aus. So, können wir die Mistkrieger mal umlegen? Immer wenn Sie eine zugefrorene Pumpe sehen, machen Sie sie frei und stellen Sie mir später die Rechnung. So. Ja, jetzt müssen wir hier das Eis brechen, sozusagen. Ah, kommen wir da irgendwie ran? Jawohl. Mist, das Ding ist kaputt. Ah, super. Jetzt dürfen wir da per Hand nochmal reparieren. Ist ja auch nicht gefährlich hier. Also wo denn? In den Mesh steigen? Ach, da hinten. So, einmal hier. Na komm, wo denn? Da, gerade noch rechtzeitig. Ah, super. So, ich gehe mal gleich in den Mech rein. Den bekämpfen wir von hier aus. Wo ist er? So, komm her, mein Freund. So, war's schon, oder wie? Mehr hat er nicht drauf gehabt. So, da ist noch einer. Also schießen wir geil, ne? Mit dem Ding. Alter, was ist denn jetzt los? Haben die uns den kaputt gemacht? Ah, nee, das darf doch nicht sein. Oh. Alter. Ah, das ist ja ein Traum hier. Und hier auch noch ein paar Viecher, genau. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, der Mech scheint aber wieder zu gehen. Warum auch immer. So, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich hin muss. Und wieso steigen unsere Credits so geil? Ah, jetzt sind wir aber, glaube ich, ein bisschen zu weit gelaufen. Ich glaube, wir hätten uns so ein bisschen rechts halten müssen. Gucken wir mal, wo wir sind. So, Ladebalken. Danke sehr. Nee, wir sind hier falsch. Bailey's Crossing. Ja, da waren wir schon richtig. Ich würde aber sagen, dass wir hier nochmal ein kurzes Päuschen machen. Nächste Folge geht's dann direkt weiter mit dieser Mission. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid, hier bei Lost Planet 3. Bis dann.